Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 11.11. Ich hoffe, es geht euch gut. Ein neues Reading steht an. Kurze Info vorab, ihr findet in der Box unten alles an Informationen, Facebook, Instagram, mein Mail-Account, wo ihr mich erreichen könnt. Und ja, wir bieten hier aus Brasilien, wo ich mich gerade befinde, dynamisch-magische Aufstellungen an. Das läuft sehr gut. Der August, der ist schon ausgebucht. Wer im September dabei sein möchte, kann sich gerne melden. Bei Mandy, das ist meine liebe Assistentin, die dazu alle Auskünfte geben kann und auch die Termine vergeben kann. Zudem ist es so, ich hatte ja angekündigt, dass wir einen Online-Shop hochziehen. Und wir sind hier leider wieder im Lockdown, also in der ersten Phase. Das heißt, dass hier so null Geschäfte auf sind, wo man jetzt irgendwie Lebensmittel etc. kaufen kann. Und die haben alles wieder dicht gemacht, weil es in Brasilien jetzt doch nochmal ja, ein bisschen heftiger geworden ist als erwartet. Von daher ist hier auch die Post zu und also auch die Läden, wo wir teilweise eben ja, mit zusammenarbeiten werden, obwohl wir auch sehr viele eigene hergestellten Dinge haben. Aber es ist jetzt momentan einfach ein bisschen schwierig aufgrund der Lage. Und von daher haben wir das mit dem Online-Shop ein bisschen nach hinten verschoben. Nichtsdestotrotz wird es bald verschiedene Heilungen geben. Also nicht nur die magisch-dynamischen Aufstellungen, sondern wir machen auch Mandalas. Das ist dann ein bisschen kürzer. Nichtsdestotrotz ist es auch sehr, sehr intensiv. Wir sprechen uns gerade ab, wie wir das am besten machen. Das wird wahrscheinlich auch über Skype stattfinden. Und da kommt dann im nächsten oder im übernächsten Reading ja, die frohe Botschaft, wie wir das Ganze veranstalten können. Also wer Interesse daran hat, ja, mit sich selber zu arbeiten und in Heilung reinzugehen und das eben auch auf eine sehr, sehr kraftvolle Art und Weise mit weißer Magie. Also wir arbeiten nicht schwarz und manipulieren rum und so weiter, sondern das ist halt ne, zum höchsten Wohl geschieht das Ganze. Der kann sich dann gerne mit mir bzw. mit uns in Verbindung setzen. So, ja, ich habe jetzt hier einmal so den Grundstock ausgelegt und den Rest mische ich dann gleich einfach rein. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, nur durch die Solareclipse, jetzt haben wir am Samstag noch eine Mondeclipse. Da sind einfach heftige Energien unterwegs. Das dürfen die einen oder anderen auch fühlen. Also ich habe jetzt gerade auch die letzten Tage voll die Achterbahnfahrt gehabt, hoch, runter, kreuz, kreuz und quer, zick und zack. Ich denke, dass das halt nach der Lunareclipse am Samstag ein wenig, wie heißt das denn, ein wenig ruhiger wird, beziehungsweise müssen wir dann noch den Vollmond abwarten und danach geht es wieder so ein bisschen in ruhigere Gefilde rein. Wir haben jetzt hier momentan die männliche Energie, die ja mit Patience zu tun hat, also mit dem Thema der Geduld. Ja, wir sehen hier einen Schamanen, eine Schamanin, man weiß nicht ganz genau, was das ist, vielleicht auch ein androgynes Wesen, was beides in sich vereint, mit einer Mondkrone, das kann also jetzt auch ein Hinweis eben auf den Mond sein und ne, in der Ruhe liegt die Kraft. Patience, ja, ist die Karte der Geduld. Ne? Ich weiß, dass das viele nicht mehr hören können, aber Geduld ist halt das A und O, gerade bei dieser Reise. Auch die Geduld mit sich selber runterkommen. Ja, wir haben hier ja, jemanden, der mit geschlossenen Augen dort sitzt, in einer meditativen Haltung unterwegs ist und auch ein Blümchen, was hier wächst. Ja, das muss eben auch wachsen und gedeihen. Das ist halt jetzt nicht so, wenn man den Samen in der Hand hat, dass das irgendwie sofort entspringt und ja, da die wunderschöne Blume entsteht, sondern dass es das einfach seine Zeit dauert. Vielleicht auch irgendwie einen Mondzyklus lang, vielleicht auch mehrere, dass das Ganze wächst und gedeiht und das ist eben ne, in Anbetracht eben Geduld auf die Reise mit ja, euren Seelenpartnern. Ja, und die männlichen Energien hängen ein wenig fest auf der mentalen Ebene. Wir haben die Karte Sacrifice, das ist im klassischen Tarot der Gehängte. Hier ist es so, dass ja, die Energie sich praktisch aus dem Schlamm an die Oberfläche gearbeitet hat. Es geht darum, ein neues Kleid anzuziehen, neue Perspektiven einzunehmen. Ja, vielleicht gab es auch viele männliche Energien, die ja, eine ganze Zeit lang einfach festhingen und gar nicht irgendwie ja, rausgekommen sind, ein bestimmtes Gedankenkonzept hatten und jetzt irgendwie gemerkt haben, ja, das, also man muss sich eben, wie gesagt, nicht mit Gewalt, sondern mit, ja, mit Hingabe und eben auch mit dem Thema der Geduld nur langsam, aber sicher eben aus dem Gehängten lösen. Wir haben Regenbogenenergie mit drauf, wir haben Wolken, die sich hier zu Blumen formieren, was dann eben auch konträr geht, eben mit der Blume, die auf der Hartkarte hier drauf ist.
Ja, und wie gesagt, ein neues Kleid anzuziehen, manchmal braucht das einfach ein bisschen. Ja, im klassischen Tarot sieht man ja einen Menschen, der am Baum hängt und mit Hingabe loslassen muss, ja, etwas mit Hingabe loslassen muss. Und wir haben hier auch die weibliche Energie mit drauf. Ja. Also Divine Feminine in ihrer Vollkommenheit als Kaiserin, die sich jetzt hier so ein bisschen wegdreht auf der Karte. Es ist so ein bisschen nochmal irgendwie über die Schulter schauen und ja, vielleicht gab es bei den einen oder anderen jetzt in irgendeiner Form, ne, deswegen sage ich auch, das kann sein, dass jetzt gerade die letzten Tage ein bisschen heftig waren, was das angeht. Die waren Feminin, die einfach gesagt hat, so, ich mag nicht mehr, ich möchte nicht mehr und das kommt halt auch an, ja, und die lassen jetzt, wie gesagt, also erstmal mit Hingabe los, aber ne, das Thema der Geduld ist da mit drin, das heißt, das ist nicht zu Ende, sondern es ist vielleicht jetzt einfach irgendwie ein Stadium, wo man weiß, dass es in dieser Form nicht weitergeht, weil man selber hing. Eine ganze Zeit lang, ja. Und da Divine Feminine jetzt wirkt, kann das also gut sein, dass hier jetzt eine Bewegung reinkommt, die vielleicht ein bisschen dauert. Ja, wir haben auch die Karte des Turms, die ist jetzt auch öfters gefallen. Ja. Der Turm schlägt ein plötzlich. Kann auch sein, dass Energien rübergesendet wurden, dass jetzt irgendwie Schluss aus und vorbei ist. Also ich meine, diese Reise endet nie. Man hat zwischendurch immer mal wieder irgendwie solche Phasen. Letzten Endes kommen wir aber alle wieder auf den Weg zurück oder die meisten zumindest hier schlägt der Blitz ein, ja, fliegt eine Person aus dem Turm raus. Kann also sein, dass jetzt hier in irgendeiner Form etwas passiert ist, was eben heftig ist und was dazu geführt hat, dass jetzt hier so eine Art Pause entstanden ist. Emotional, ja, dass man erstmal irgendwie so in den meditativen Zustand reingeht. Also ich meine, ihr seht, man ist in irgendeiner Form miteinander verbunden, ja, über den Kosmos und hat hier so die Hand angelehnt und es ist ja eigentlich eine ganz süße Energie, aber wie gesagt, das zeigt eben auch, dass es jetzt nur gerade so ein bisschen Pause eingetreten ist auf der emotionalen Ebene, weil der Turm hier eben auch wirkt. Und das kann mit unter anderem gut sein, dass es jetzt, wie gesagt, die ein oder anderen männlichen Energien gibt, die wissen, ja, dass jetzt hier etwas passiert. Gerade wie gesagt, hier diese kraftvolle Divine Feminine und dass hier mit Hingabe etwas losgelassen werden muss. Ja, Verhaltensweisen, die aus der Vergangenheit kommen, wo man einfach merkt, dass die ein oder anderen Dinge nicht funktionieren, damit das Ganze in einen Neuanfang reingehen kann. Also manchmal ist das gut, wenn der Turm kommt, ja, wenn der Blitz einschlägt und wenn alles irgendwie zusammenbricht. Das ganze Konstrukt, was man sich vielleicht auch aufgebaut hat und vielleicht in seiner Komfortzone in irgendeiner Form. Ja, verharrt oder nicht irgendwie rausgekommen ist. Und manchmal, also der Turm bringt Heilung, ja, auch wenn das manchmal ziemlich heftig ist. Und wie gesagt, dieser Blitz einschlägt, das ist trotzdem das Krankenhaus Gottes, sage ich immer, ja, wo eben Heilung entsteht. Weil man merkt, dass alles, was vorher nicht mehr funktioniert hat, eben in sich zusammenbricht. Das kann manchmal ein bisschen also theatralisch sein. Ja, gerade auf der emotionalen Ebene, aber es soll auch darum gehen, dass man in einen Neuanfang reingeht. Ja, die Karte Trust, also Vertrauen, die Karte des Narren, ja, einen Neubeginn starten, einen neuen Sprung wagen, in einen Quantensprung vor allen Dingen hinzulegen. Ja, es ist praktisch so seinen Rucksack packen und alles Alte hinter sich lassen. Ja, und das kann, wie gesagt, durchaus gut sein, dass es hier mit der Karte Sacrifice, ja, den Rucksack packen und ein neues Kleid anziehen und praktisch in eine neue Energie reinlaufen. Und was ich ganz süß finde, wir haben die Karte Chemistry. Ja, also es gibt eine starke Anziehungskraft und eine starke Chemie zwischen beiden. Ja, und natürlich wünschen wir uns alle, dass das mal liebevoll ist. Nur manchmal, wie gesagt, muss man eben auch mal auf den Putz hauen und irgendwie, ja, vielleicht auch den Turm herbeiführen. Das passiert meistens sowieso automatisch. Spirit hilft auch meistens mit, damit halt, wie gesagt, alles Alte ne, zusammenbricht und man in neue Energien reingehen kann. Und hier haben wir, wie gesagt, diese starke Chemie. Im Neuanfang ist es so, dass beide wieder ja, aufeinander zugehen können. Und, ne, die männliche Energie zeigt hier etwas, so eine kleine Energiekugel. Also es ist praktisch so, schau mal, was ich in der Zwischenzeit gelernt habe. Und die weibliche Energie ist also sehr angezogen davon, ja. Und ich finde diese Karte sehr süß. Ja, das zeigt eben auch, dass man hier praktisch so in einen etwas erwachseneren Status hineinkommt und ja, die männliche Energie jetzt gerade so ein bisschen aufrücken muss. Ja, wir haben a woman holding a heart. Das ist das, wie die männlichen Energien es sehen. Also das ist eine relativ süße Energie. Ja, die Königin der Kelche.
mit der Zahl 44. Vielleicht fliegt ihr euch gerade um die Ohren. Hier auf der Karte dreht sie sich so ein bisschen weg. Das ist auch hier wie diese Divine Feminine, ja, die jetzt irgendwie sagt so, ich weiß gerade nicht so wirklich, was ich jetzt damit anfangen soll. Ich weiß, dass hier ganz viel Liebe ist und dass es die Liebe noch nicht nur dieses Lebens ist, sondern dass es hier um, ne, mehr geht, was sehr kosmisch ist. Aber irgendwie muss ich hier mein Herz beschützen, so ein bisschen festhalten. Aber auch das geht in die Transformation rein. Also wir haben alle zwischendurch ein Abwehrverhalten. Zeigen vielleicht auch mal die kalte Schulter. Das fühlt sich hier also sehr temperamentvoll an für mich. Ja, gerade wie gesagt durch diese Turmenergie, die hier reinkommt. Aber die männlichen Energien betrachten eben, wie gesagt, die weibliche Energie hier als Queen of Hearts, ja, also nur diese romantische Königin, wissen aber vielleicht gerade gar nicht irgendwie, wohin damit. Ja, das ist alles irgendwie sehr, sehr mysteriös. Da soll was an die Oberfläche kommen, aber die Hohepriesterin hat eben auch ihre Geheimnisse. Das ist eine sehr magische, spirituelle Energie, die hier ist, wo es darum geht, nach innen zu gehen. Ja, schaut mal, sie hier hat gar kein Gesicht, sondern es ist tatsächlich so nach innen gehen. Wir haben hier Runen mit drauf im Hintergrund und ja, eine Mondenergie, die männlichen und weiblichen Aspekte in den Einklang zu bringen. Wie gesagt, das ist sehr mysteriös. Das hat vielleicht auch mit dem inneren Kind zu tun. Das muss es aber nicht unbedingt. Ja, es ist hier so ein bisschen, no, man kann die weibliche Energie gerade nicht so richtig greifen. Was okay ist, ja. Das bringt die männlichen Energien auch dazu, hier etwas loszulassen. Ne? Und vielleicht auch, wie gesagt, dieses Steckenbleiben, die Stagnation, die bei vielen ja schon längere Zeit ist, wo man einfach keinen Kontakt miteinander hat und sich fragt, ey, was ist denn hier los so? Und ja, von daher ist, wie gesagt, so ein Blitzeinschlag manchmal ganz gut, weil es immer dazu weiterhilft, auf dem spirituellen Pfad zu bleiben. Er ist eine sehr schöne Karte. Also wir haben auch Spirit mit hier wirken. Das ist so dieser Pavillon, der auch in diesem Park unterwegs ist, ja, irgendwo. Manchmal muss man sich ein bisschen durchs Gebüsch kämpfen und ja, kommt vielleicht auch mal am Turm vorbei, etc. Aber letzten Endes soll man sich hier treffen. Ja, also das ist dieser gemeinsame Treffpunkt, den man hat. Und die einen mögen sich da hinten, wie gesagt, im Gebüsch irgendwo rumschlagen und die anderen müssen übers Wasser übersetzen. Letzten Endes soll man sich aber hier treffen, weil es der gemeinsame spirituelle Pfad ist und das wissen die männlichen Energien auch. Sorry, mein Kehlchakra geht gerade zu. Ja, ne, das ist halt diese, wie gesagt, romantische Energie, die hier mit drin ist, die jetzt gerade so ein bisschen mysteriös ist, ja, ne, im Schleier verborgen, aber eben auch mit dem Wissen, dass es ein spiritueller Weg ist und beide zusammen beschreiten. Ja, ein bisschen Liebeskummer haben wir hier liegen bei den männlichen Energien, ja, weil hier eine Gelegenheit verpasst worden ist. Man hat sich irgendwie weggedreht und ne, die Welt nicht wahrgenommen, dieses Yin-Yang-Zeichen gar nicht angenommen, steht jetzt hier in der Reling, guckt irgendwie und man sieht die Sterne nicht. Ja, man sieht gar nicht irgendwie, wie schön der Sternenhimmel ist. Das ist vielleicht auch, ja, wie gesagt, eine Geste nicht angenommen. Es kann auch sein, dass die einen oder anderen so ein bisschen beleidigt sind. Das kommt mir auch immer bei dieser Karte rüber. Also ohne das jetzt irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, aber es ist ganz oft so, dass die männlichen Energien natürlich auch dazu beitragen, dass hier in irgendeiner Form etwas passiert, was auch mit Herzbruch zu tun hat. Ja, das ist jetzt nicht nur irgendwie, dass es eine andere Energie, also beziehungsweise andere Person von außen sein muss, sondern ich finde das hier sehr schön dargestellt auf dieser Karte. Wir haben hier praktisch das flammende Herz, das glühende Herz. Ja, mit drei Schwertern durch. Und die Strahlen hier unten zeigen, dass das ganz viele verschiedene Situationen sein können. Ja, das können einmal irgendwie karmische Partner sein, das kann eine Arbeitssituation sein, das können Elternsituationen sein, das kann natürlich auch das eigene Fehlverhalten sein, weil man sich irgendwie nicht so verhalten hat, wie es sein sollte. Das kann mit Past Life zu tun haben, mit Spirit, ja, wo es hier um Aufgaben geht, erkannt werden sollen, etc. Ja, also das können verschiedene Situationen beinhalten und vielleicht auch alle auf einmal, ja, wo man einfach nicht in der Lage ist, hier diesen Kelch anzunehmen, der von Spirit überreicht wird, ja, wo ne, der Wein ausgekippt ist und man das gar nicht irgendwie checkt und auf vielen Karten gibt es dann halt so einen kleinen nur beleidigten Jungen, der irgendwie unterm Baum sitzt und das irgendwie nicht annehmen kann. Ja, und es kann natürlich auch gut sein, dass die weibliche Energie hier mit einer Geste gekommen ist. Ja. Weil es eben der spirituelle Pfad ist und das irgendwie nicht beantwortet wurde. Man sich selber jetzt die Schwerter ins Herz gehauen hat, die weibliche Energie jetzt sagt, nö, nicht mit mir. Ich habe keine Lust mehr darauf, irgendwie hängen zu bleiben und jetzt der Turm eingeschlagen hat, damit hier ein Neuanfang gestartet werden kann. Also die männlichen Energien sollen jetzt echt mal irgendwie sich der Heilung hingeben.
für liebende Energien, für hingebungsvolle Energien und eben auch diese Energien, die vom Universum, ja, dazu beigetragen werden, um das Ganze hier auf der physischen, emotionalen und auch auf der spirituellen Ebene in irgendeiner Form zu unterstützen. Ja, also hier scheint, wie gesagt, echt eine Blockade zu sein, wo es notwendig war, dass jetzt hier Action reinkommt. Ja, auch wenn es vielleicht nicht immer unbedingt angenehm ist, das dient immer dazu, dass dann aufgeräumt wird. Also nach dem Gewitter kommt auch immer wieder die Sonne. Okay, ja, dessen könnt ihr euch gewiss sein. Und das ist, glaube ich, jetzt auch eine Situation, wo männliche Energien vielleicht tatsächlich wirklich mal genau hinschauen müssen, was hier eigentlich veranstaltet wird. Ja, bei den weiblichen Energien, wir haben hier Trapped in Fear. Das ist auch nicht unbedingt die tollste Karte. Ja, also man sieht ne, hier jemanden sitzen, ja, der so ein bisschen gefangen ist in 8 Schwertern. Im Normalfall kann man eigentlich hier raus. Ne, nur man checkt das halt in dem Moment nicht. Das ist halt so ein geistiger Zustand, wo man irgendwie gar nicht weiß, wo ist jetzt oben und unten. Oft gibt es eine Frau mit verbundenen Augen und Handfesseln, die sind aber lose. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie total auswegslos, auch wenn es gerade so aussieht. Ja, man sieht das Licht halt einfach jetzt gerade momentan nicht. Wir haben hier den König der Kelche. Also es geht hier, ne, um ein göttliches Paar. Ja. Queen of Cups, King of Cups, das können jetzt Wasserzeichen sein, aber das muss jetzt nicht unbedingt. Das ist der romantische König, der sich aber nicht öffnet. Ja, das ist halt hier dieses, ne, ich drehe mich jetzt gerade weg und ich kann gerade irgendwie keine Liebe geben. Ich muss mich gerade irgendwie mit mir selber beschäftigen, weil ich mir das Dilemma hier mal angucken muss. Der romantische König kann seine Schleuse öffnen und ganz warm und ganz herzlich und ganz sweet sein. Aber wenn der die Schleuse dicht macht, dann fragt man sich irgendwie, was ist hier los? Ja, und das beschreibt halt auch diese Turmsituation. Das ist eben auch das, was die weiblichen Flammen jetzt gerade, ja, was viele mitbekommen. Und folgt bitte einfach eurer Intuition. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ja, auch wenn man manchmal hier so ein bisschen im Gefängnis sitzt und sich fragt, was ist los. Das hat alles seinen Sinn und seinen Zweck. Ja, wir haben auch Kollektivenergien, die zum Beispiel immer wirken. Ja, und es ist jetzt Zeit, sich wirklich mal mit der inneren Stimme zu verbinden. Und sich eben auch ja, den Gefühlen hinzugeben. Auch diesen Good Feelings, die einen leiten. Ja, es kommen Aha-Erlebnisse, es kommen Einschläge, die jetzt gerade damit zu tun haben, um euch in die richtige Richtung zu führen. Ja, um euch zu zeigen, was ist denn die Wahrheit. Und da ist es auch wichtig, aus dem Ego rauszugehen. Also wer sich dabei erwischt, hier irgendwie in diesem Gefängnis zu sein, versucht mal aus dem Ego rauszugehen und euch mit eurer, ups, sorry, Intuition zu verbinden und da auch kreativ zu sein. Ja, unleash your creativity. Ja, das zeigt ihr mal eben neue Wege auf, ja, weil das Alte nicht mehr funktioniert hat. Da müssen neue Wege eingeschlagen werden und das wissen beide. Ja, das ist eine Energie, die beide miteinander verbindet. Vielleicht stehen die männlichen Energien jetzt da oben auch an der Reling, um eben neue Wege einzuleiten, weil die gesehen haben, das funktioniert alles nicht. Das haben wir vorher schon gehabt, immer wieder vielleicht auch dasselbe, immer wieder dasselbe Muster. Ja, mit vielleicht auch Pausen zwischendurch, Separationsphasen, hat man das versucht und ist wieder in demselben gelandet. Ja, weil man einfach irgendwas nicht dazugelernt hat und das löst natürlich hier richtig Schmerzen aus. Ja, deswegen die 3 Schwerter, das muss nicht immer heißen, dass da jetzt irgendwie eine Drittperson am Start ist. Ich weiß, dass das gerne so interpretiert wird von vielen, auch mit den 3 Kelchen. Das kommt immer ganz drauf an, was für Karten drumherum liegen, okay? Und hier ist wie gesagt eindeutig, dass es hier verschiedene Situationen gibt. Und das können nun mal alte Muster sein, die nicht ausgeheilt sind. Ja, und was jetzt wieder passiert ist. Dann deswegen kam der Turm jetzt auch und sagt, nee, jetzt na, muss hier mal aufgeräumt werden, damit man hier aus diesen steckengebliebenen, hängengebliebenen rauskommt. Ja, und Divine Feminine ist hier jetzt ganz stark, eben auch auf der mentalen Ebene bei den männlichen Energien und regt eben auch dazu an, jetzt echt mal einen anderen Weg zu gehen, das Ganze vielleicht mal kreativ zu lösen und vielleicht auch mal ein bisschen lockerer zu werden oder wie auch immer. Das ist bei jedem auch was anderes, okay? Ja, für die nächste Zeit haben wir leider noch Storm Warning. Also wie gesagt, ich denke, dass das nach dem Vollmond einfach besser wird. Ja, manchmal gibt es einfach eine Woche oder 2, wo einfach total heftige Energien unterwegs ist. Da müssen wir uns da durchkämpfen. Das ist jetzt nicht irgendwie unbedingt angenehm. Hier haben wir auch wieder Blitz und Donner. Ich denke, das beschreibt hier auch ne, ganz gut nochmal diese Turmsituation, weil der Turm, der kommt plötzlich, aber der hallt nach.
Ja, also so ein Gewitter ist auch nicht irgendwie in 5 Minuten vorbei. Ja, und selbst wenn es mal kurz und heftig ist, man hört den Donner immer noch irgendwie in weiter, weiter, weiter Ferne. Ja, und das ist dann dieses Donnergrollen, was jetzt hier noch in irgendeiner Form ja, zu erreichen ist. Und es kann natürlich auch sein, dass der Sturm jetzt einfach mal so ein bisschen tobt über einem, ja, damit ja, Frische reinkommen kann, damit man das Gras danach wieder riechen kann, ja, damit man irgendwie einen klaren Blick bekommt. Also sowas kann ja auch aufklären. Also deswegen habt da keine Angst davor, ja. Und das, wie gesagt, können jetzt einfach energetische Geschichten sein, die ein bisschen, ja, aufrührend sind. Was aber wichtig ist, okay, weil ihr wollt ja nicht irgendwie jahrelang immer wieder irgendwie in dasselbe reinlaufen. Und na, deswegen kommt Spirit manchmal eben auch und sagt, zack, so, jetzt müsst ihr irgendwie damit dealen und in eure Erkenntnis reinkommen. This could be the one. Ja, das finde ich sehr schön. Also das ist eine Bestätigung dessen, dass für beide eben auch. Ihr habt den romantischen Partner, nach dem ihr gesucht habt, den habt ihr gefunden. Ja, es kommen vielleicht beide nicht klar, okay, aber man arbeitet sich wieder aufeinander zu. Wir haben auch Spirit dabei. Ja, und die treffen sich, ich glaube, das ist eine Bibliothek, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber na, auch, das sieht aus wie so ein Raum, in dem relativ viel Wissen unterwegs ist. Und na, er kommt, um ihre Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, ob er in ihren Ring ansteckt, aber das ist halt das, ne, ein Versprechen, was man sich gegeben hat. Auch zusammen da durchzugehen, auch wenn man zwischendurch mal irgendwie Schwierigkeiten hat. Okay. Ja, wir fragen jetzt mal den Mond, was der dazu sagt, die Mondkarten. Very close to achieving your goal. Also ihr seid kurz davor, euer Ziel zu erreichen. Also kurz davor, das heißt bei jedem auch irgendwie was anderes. Ja, jeder hat eine göttliche Zeit, seine eigene Zeit. Jedes Paar hat auch seine eigene Zeit, wo Dinge sich ja, entwickeln sollen und entstehen. Und das ist, wie gesagt, jetzt etwas, wo ihr den Fokus drauf richten könnt. Wir haben hier ja fast einen Vollmond drauf. Und ich denke mal, wie gesagt, dass es nach dem Mond einfach viel, viel besser wird, ja. Out. Ja, es geht darum, energetisch ja, sich ja, miteinander zu verbinden. Ich weiß, dass das hier bei einigen, wie gesagt, momentan einfach ein bisschen schwierig ist aufgrund der Situation. Aber es geht auch darum, das Herz zu öffnen. Ja, und sich eben auch mit der Menschheit zu verbinden, beziehungsweise eben auch mit dem Kollektiv zu verbinden. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt die Aufforderung, hier jetzt irgendwie einen Liebesbrief und so weiter zu schreiben oder eben neu in Kontakt zu treten, wenn es jetzt momentan einfach energetisch sich nicht gut anfühlt. Das sollt ihr nicht machen. Nur wenn ne, jemand einfach das Gefühl hat, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dann kann man es machen. Und ansonsten rate ich davon ab. Und hier ist, wie gesagt, das mit den Kollektivenergien, sich damit zu verbinden und sich vielleicht eben auch die ein oder anderen Ratschläge von Brüdern und Schwestern zu holen, die eben auch in diesem Prozess unterwegs sind. Und da vielleicht auch mal zu fragen, wie ne, man kreativ eben mit den Dingen umgehen kann. Ja, das ist eben auch wichtig, da vielleicht auch neue Wege zu öffnen, was das Ganze angeht. Damit das dann hier wieder, ja, also damit man nach dem Sturm eben auch die Sonne wieder sehen kann. Was haben wir denn hier? Integrity. Guck mal, hier ist eine Waage mit drauf, ja. Also ne, männliche, weibliche Energien selber in die Kraft reinkommen, Dinge auszugleichen. Ja, vielleicht sich auch nicht so vom Sturm mitreißen zu lassen und da irgendwie ne, als wilde, wütende Sturmhexe durch die Gegend zu fliegen, sondern hier tatsächlich also den Fokus auch darauf zu richten, wieder in die Ruhe und in die Kraft reinzukommen und vor allen Dingen Energien zu integrieren.
Ja, das ist wichtig, damit es eben weiterkommen gibt. Ja, Hanna ist jetzt gerade da, hat das Sterntor hier geöffnet, um euch eben da zu unterstützen. Ja, das eben in die Ausgleichung reinzubringen. Aura Clearing, das wäre ich auch nicht schlecht jetzt gerade ne, in dieser Zeit, mal so richtig zu räuchern. Ja, mit weißem Salbei im Bett, beziehungsweise unterm Bett, im Schrank, euch selber mal breitbeinig darüber zu stellen, das durch die Aura mal so richtig durchzufächeln. Das könnt ihr natürlich auch mit anderen Geschichten machen. Also es gibt ganz tolle Kräuter, um ja, Säuberungen herbeizuführen. Das ist natürlich auch mit Wasserritualen verbunden. Also da kann man auch das eine oder andere machen. Ne? Und wenn dem Duschen, mit verschiedenen Ölen zu arbeiten etc. Dann könnt ihr natürlich auch zu jemandem gehen, der Aura Clearing macht, der also euch hilft, da ja, die Aura wieder so aufzubauen, wie es sein sollte. Manchmal sind wir einfach angekratzt. Dann, da können sich dann manchmal auch irgendwelche Energien festsetzen, die vielleicht nicht ganz so gut sind und eben drauf einwirken. Ja, es können natürlich auch elektromagnetische Wellen und so weiter sein, Schumann-Resonanz, die uns irgendwie in die Knie zwingt und ne, den Sturm heraufbeschwört, das oder dazu beiträgt. Ja, aber hier ist auf jeden Fall jetzt gerade in den nächsten Tagen angeraten, wirklich mit der Aura zu arbeiten und sich selber vielleicht auch mal zu beobachten. Ja, hier gibt es etwas, was über längere Zeit aufgebaut wird. Ja, wie dieses Korallenriff, was jetzt hier im Hintergrund zu sehen ist. Ja, Kolonie, ja, das ist halt fragil gerade, aber es ist eben auch eine Arbeit, die über längere Zeit bedacht werden soll, ja, damit das eben zum Erfolg führt. Und das kombiniert sich auch hier wieder ganz schön eben mit der Karte Patience. Ja, das, was wir am Anfang hatten, die männlichen Energien, die sind sich bewusst, ja, dass jetzt gerade hier irgendwie ne, der Sturm tobt, aber die gehen eben auch ja, mit der Geduld da dran und wissen, ja, dass es hier vielleicht auch ganz gut ist, wenn der Sturm bzw. der Turm mal einschlägt, damit man hier wieder in diesen Neuanfang reinkommen kann. Und dann, man muss halt, ein Korallenriff, das baut sich auch nicht von heute auf morgen auf. Ja, wenn es da ist, ist es wunderschön. Es ist halt fragil, ja, und es ist jetzt gerade eine Zeit, wo es eben fragil ist, es ist sich aber trotzdem weiterentwickelt, ja, über eine lange Periode der Zeit hinweg. Geflogen. Ja, der Initiation. Guck mal, hier haben wir auch wieder Gewitter. Ja, Sturm, der da oben tobt. Und das ist eine Initiation. Das ist eine Passage, durch die ihr durchgeht. Ja. Deswegen sage ich auch, das kann also in 2 Wochen schon wieder ganz anders sein für die, die halt gerade unter diesen Energien leiden. Das hört auch auf. Geht hier durch. Ja, da hinten ist der Strand. Und ist noch ein kurzes Stück bis dahin. Ja, das ist auch das, was der Mond hier nochmal ja, bekräftigt. Das ist nicht mehr allzu weit, ja, bis ihr da seid. Okay. Ja. Und wie gesagt, das Alte ablegen, damit was Neues kommt, das ist immer eine ganz gute Geschichte. Und ich glaube, die einen oder anderen, die werden auch froh sein, mal aus dem Gehängten irgendwie rauszukommen. Also auch männliche Energie. Mal mit anderen Perspektiven eingenommen werden können. Was haben wir? Wisdom, ja, Weisheit. Verbindet euch bitte mit eurem höheren Selbst. Ja, das ist auch wieder diese Intuitionsgeschichte, der Intuition zu folgen. Ja, ihr kriegt hier Nachrichten und Botschaften, was ihr machen könnt in der nächsten Zeit, was wichtig ist, wo ihr das Augenmerk drauf richten sollt. Ja, hier haben wir die Fee sitzen oder die Königin sitzen und na, mit dem höheren Selbst verbunden. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die Karten sind ganz toll gezeichnet mit einer Eule im Hintergrund, die eben für Weisheit steht. Ja, das ist das Tier, was durch die Nacht geleitet. Ja, der Nachtvogel, der für uns sieht und eben auch mit ganz viel Weisheit kommt. Und das ist die Verbindung über das höhere Selbst, ja, und das ist immer ganz gut, wenn man zu sehr im Ego verhaftet ist, tatsächlich mal mit dem höheren Selbst zu arbeiten, das höhere Selbst zu rufen, in Herzensenergien reinzugehen, euch zu fragen, was wollt ihr wirklich? Ja, manchmal kommt das Ego und quatscht einen total zu. Das haben die männlichen Energien auch. Ja, manchmal gibt es einfach so viel, was im Kopf unterwegs ist, bis man sich damit im höheren Selbst verbindet. Also Spirit wirkt auch mit ein und kommt, um zu helfen, was das angeht. Ja, und gibt uns immer wieder, wie gesagt, also eine neue Richtung vor, ja, und was wir ablegen sollen und was geheilt werden soll. Ich weiß, die Reise ist nicht so einfach.
aber es ist letzten Endes auch lohnenswert, weil, also ne, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, ihr werdet auch selber die Entwicklung bei euch sehen, ja, wo ihr angefangen habt und wo man am Anfang überhaupt gar nicht checkt, was ist denn hier los? Man weiß, es geht um Liebe und dann ne, arbeitet man sich so nach und nach ne, durch alles durch. Und das kann halt mit unter anderem total anstrengend sein, aber es ist auch schön, wenn man seine eigene Entwicklung sieht. Jetzt vielleicht auch mal einfach unabhängig von der Linie. Wartet mal, ich muss mich mal eben bücken. Ich bin hier total, total zugebaut. Also wir haben einmal a blessing to bring prosperity. Ja, das ist der Überfluss, das ist Reichtum, der hier kommt. Ja, also, ne, ich habe auch gerade davon gesprochen, es lohnt sich. Okay, und nur manchmal, wie gesagt, man muss halt warten, bis diese Blume gewachsen ist. Das ist ja, nur man kann diese Ernte nicht irgendwie beginnen, wenn der Samen noch nicht mal irgendwie aufgegangen ist und da irgendwie so ein bisschen was rauskommt. Ist bei den meisten schon passiert, aber wie gesagt, nur die Ernte, ihr könnt die Ernte einfahren, wenn es soweit ist. Dann haben wir hier noch a blessing for those who are nearing their final breath. Das ist eine Karte, die hat mit dem Tod zu tun. Obwohl ich jetzt eher weniger wahrnehme, dass hier in irgendeiner Form jemand stirbt oder was auch immer, sondern es kann halt durchaus sein, dass das hier in irgendeiner Form mit den Ahnen zu tun hat oder etwas ist, was aus einem Past Life kommt. Ja, das bin ich, verbringe ich auch oder bringe ich auch immer mit dieser Karte in Verbindung, Past Life. Ja, dass da ne, Strukturen eventuell da sind, die in die Heilung reingehen sollen, habe ich ja vorhin hier auch gesagt, mit diesen, ne, mit einem von den Strahlen, Past Life Erinnerungen, Past Life Geschichten, vielleicht gab es das auch schon mal in einem Past Life von euch und ihr seid wieder in diese Spirale reingekommen und jetzt sagt Spirit so, ne, jetzt ist Schluss irgendwie mit dem Ganzen, wir richten das jetzt so ein, dass hier Erkenntnis kommen kann, auch wenn es weh tut, damit es in die Heilung reingehen kann. Ja, das ist also auch ganz wichtig. Ich habe hier Karten vom Höheren selbst. Lass mich mal eben kurz hier dran. Ja, wir haben Abandonment. Ja, es ist halt dieses, ne, vielleicht auch alleine im Turm sitzen und sich irgendwie fragen, was ist denn jetzt gerade hier los? Das ist natürlich auch Ablehnung. Ja, guck mal, hier liegt eine Rose ganz alleine auf dem Tisch. Ne, wie gesagt, das kann halt gut sein, dass die weiblichen Energien jetzt gerade gesagt haben, so, ne, ey, ich drehe dir jetzt mal eben kurz den Rücken zu. Ich mache das alles nicht mehr mit. Ich muss jetzt mal eben kurz in eine andere Richtung stürmen. Wie gesagt, letzten Endes trifft man sich halt immer wieder. Aber hier liegen halt auch Schätze auf dem Weg, okay? Und das kann sein, dass die männlichen Energien sich jetzt hier echt so ein bisschen alleine fühlen, so ein bisschen bedröppelt fühlen und hier praktisch in so einer wie heißt das denn? Geschichte reingehen. Ja, so heißt nicht reagieren, vielleicht hier über Social Media in irgendeiner Form schauen. Das mag sein. Ja, wir haben hier im Hintergrund auch so Daten laufen, aber es geht auch darum, dass man das Ganze energetisch betrachtet. Ja, und sich selber vielleicht auch mal beobachtet. Also gerade für die, die jetzt hier, ne, in der beleidigten Leberwurst unterwegs sind, sorry, wenn ich das jetzt gerade so ausdrücke, mir fällt nichts anderes ein. Damit man schaut, woher kommen diese Schmerzen und was habe ich überhaupt damit zu tun? Ja, und dann kommt man nämlich ganz schnell auf den Trichter, ja, okay, hier gibt es vielleicht dann doch irgendwie was, was geheilt werden muss. Auch bei mir selber. Ja, man kann die Schuld nicht immer irgendwie anderen in die Schuhe schieben, das geht so nicht. Aber wir haben auch das Thema der Transformation, Metamorphose, ja, der Schmetterling und das ist ja. Es ist halt ein komplett neues Tier, wenn es rauskommt aus dem Kokon. Ja, erst die Raupe und dann, wie gesagt, ne, verändert sich das ne, komplett im Kokon, bis es dann zum Schmetterling geworden ist. Und das geht hier in die Metamorphose rein. Also das heißt, dass hier irgendwie grünes Licht ist. Ja, auch wenn der Sturm jetzt gerade, wie gesagt, tobt und das einfach energetisch sehr anstrengend ist für einige. Ich kann da auch ein Lied von singen. Aber die männlichen Energien sagen auch, du bist meine Muse, du inspirierst mich. Ja, haben wir auch wieder hier da mit dieser Karte von der Kreativität. Also manchmal ist es ganz gut, Kreativität über Kreativität Schmerz in irgendeiner Form zu heilen. Sei das Schreiben, sei das Tanzen, sei das Malen, sei das Singen, sei es Schreien. Das geht manchmal auch ganz gut, das wirklich mal so richtig rauszulassen. Das kann also auch sehr befreiend sein. Ja, rituelles Weinen zum Beispiel, das geht auch ganz gut. Ne? Also das wirklich zu purgen, da richtig reinzugehen und das dann loszulassen. Ja, das hilft einem auch manchmal durch den Sturm durch. Und ja, ne, du bist meine Muse, du inspirierst mich. Ja. Wir schaffen hier irgendwie neue Galaxien und ich kann das vielleicht auch manchmal gar nicht glauben, irgendwie, was hier jetzt gerade los ist. Ja. Vielleicht geben die ein oder anderen Divine Feminine auch über Social Media Dinge raus, die eben einsehbar sind und die männliche Energie sitzt hier und ist eben ne, in der beobachtenden Position, weil es so geheimnisvoll ist.
Ja, wir haben ja auch diese hohe Priesterinnenkarte gehabt. Wo ist sie denn? Hat sich irgendwo versteckt, die hohe Priesterin. Das passt jetzt gerade ganz gut hier. Weil es so geheimnisvoll ist. Ja, also die weiblichen Energien sind mega geheimnisvoll. Also auch wenn sie ne, sind wie ein offenes Buch, das ist aber trotzdem, ne, die sitzen da und können das gar nicht fassen, was da irgendwie abgeht, gerade so mit den weiblichen Energien, okay? Also ich denke, hier haben sich viele auch eben verändert, weil es eben dieser spirituelle Pfad ist und ja, eben auch das angetrieben werden soll. Ich bewundere dich, ich bete dich an. Ja, hier haben wir auch wieder diese Schmetterlinge mit drauf und ich finde diese Szenerie hier ganz süß gezeichnet mit dieser Ballerina und Surrender. Ja, das ist dieses mit Hingabe loslassen, damit man in etwas in neue Energien reinkommen kann. Und da geht es nicht darum, die Flamme loszulassen, sondern all das, was bindet und hindert, all das, was das schwierig macht. Ja, wie gesagt, die eigenen Dinge, die man veranstaltet hat, ja, egal ob jetzt Divine Feminine oder Divine Masculine, man ist ja beide also zusammen mit im Boot. Ja, und das ist, wie gesagt, manchmal nicht so einfach. Aber dazu ist der Sturm auch da, um uns eben zu unterstützen und praktisch na, betrachtet das als reinigendes Gewitter. Das sagen die weiblichen und männlichen Energien. Höre mit dem Herzen zu. Du hörst, was gesagt wird, wirst, aber du solltest mit liebendem Herzen zuhören. Ja, ne, vielleicht haben die männlichen Energien nicht zugehört, nicht so richtig und konnten den Kelch nicht annehmen. Ja, konnten diese Zaubermuschel nicht annehmen, die hier ins Ohr gehalten wird und weil die nicht mit dem Herzen dabei waren, sondern irgendwie im Gehängten unterwegs sind. Ja, wo man eben, wie gesagt, einfach feststeckt und noch nicht weiterkommt. Und deswegen ist es so wichtig, mit dem Herzen zuzuhören. Die Männlichen sagen, liebe den Menschen, der du bist. Du bist ein göttlicher und wunderbarer Mensch und hast alles Schöne verdient, was das Leben zu bieten hat. Ja, und auch wenn ich mich gerade vielleicht nicht melde oder das gerade sehr, sehr schwierig ist zwischen uns beiden, bist du trotzdem the one. Ja, ich sitze hier, ich beobachte dich, das ist alles ne, total mysteriös, was jetzt hier gerade passiert. Hier ne, kommt halt ein Umbruch, ein großer. Ja, ich fühle mich hier vielleicht auch alleine irgendwie auf meinem Stuhl und ne, bin hier mit der Rose und muss jetzt hier auch durch irgendwie was durchgehen. Aber du bist auch meine Muse und inspirierst mich, ja. Und wenn wir durch den Sturm durch sind, werden wir uns wieder treffen und hier eben auch noch zusammen ja, Gespräche führen können. Auf eine neue Art und Weise, ja, so wie es vielleicht vorher einfach nicht möglich war. Lieben, ich wünsche euch von Herzen alles Gute und bis ganz bald. Bye bye.